schön abgebeizt habe ich den. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und zwar fange ich jetzt an mit einem neuen Video. Und zwar, wie ich einen Helm restauriere. Viel ist jetzt nicht zu restaurieren an dem Helm, weil die Glocke an sich ist super in Zustand. Wirklich in sehr guten Zustand. Und zwar war das Ding mal ein Aschenbecher gewesen. Und ich habe ja schon mal was gezeigt zu dem weißen Stahlhelm, sag ich mal, den ich da zugeschickt bekommen habe vom Zuschauer. Der hat gesagt, pass auf, mach was draus, ich kann das Ding nicht gebrauchen, sieht all aus. Und zwar war halt mal ein Aschenbecher gewesen, was ich schon erzählt hatte. Und ich muss ein paar Löcher aufbohren, ich muss Löcher zuschweißen, Farbe abmachen, ja, grundieren, neue Farbe raufmachen. Das ist so der Werdegang. Das wären so, denke ich mal, so vielleicht 2-3 Videos, weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie ich das schaffe, wie ich das hinkriege und wie lang die Videos halt wären, wie lang man das schneiden kann, ich weiß es nicht, kann es euch ja nicht sagen. Und zwar, ja, werde ich euch das jetzt mal zeigen, das schöne Stück. Und zwar sitze ich hier bei dem schönen Helm, ich sitze im Wald, weil ich eigentlich heute dieses Wochenendvideo, was ich jetzt machen wollte, meine zweite Runde in dem auf dieser Wiese, wo ich gerade da, wo ich dahinter ist die Wiese, und zwar, aber es ist so windig und ich habe mir gedacht, ich setze mal einfach im Wald und zeige euch das hier. Also, wie ihr sehen könnt, das ist der Helm, vom Zustand sehr gut. Stempelung ist hier zu sehen alles, ich habe auch schon mal nachgeguckt. Das ist ein M42 Helm, und zwar seht ihr hier an der Seite die Lüftungslöcher sind zugeschweißt, vorne hier, wo die Niete drinne sitzt, ist zugeschweißt, und hier, wo er halt so festgemacht wurde, das Loch hier, das muss ich zuschweißen. Und ja, ansonsten vom Material her, von der Oberstruktur, wirklich super im Schuss, muss ich ehrlich sagen, wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und man sieht halt auch, dass er hier verbrannt wurde ein bisschen, also er wurde leicht dafür genutzt. Hier war auch nochmal Farbe dran. Und apropos Farbe. Hier habe ich meine Beize zu liegen. Wollte ich euch mal zeigen. Die habe ich mir bestellt. Ihr habt mal. Die habe ich auch mal für was anderes genutzt. Ich frage ja nicht mehr, für was ich die genutzt habe. Ich habe damit irgendwas abgebeizt, jedenfalls zu Hause. Und die habe ich jetzt gerade gefunden gehabt. Die nehme ich. Gut, ich hätte auch eine Bürste nehmen können mit einem Bohrer dran und hätte die Farbe runterbürsten können. Aber ich beiz das ab und ich hoffe mal, dass das Zeug nicht so dick drauf ist. Dann werden wir das zusammen machen. Ich werde auch an der Seite diese Embleme drauf machen, denke ich mal. Aber dieses eine Emblem, wo das Terrorwindrad drauf ist, hier sieht man auch, dass es zugeschweißt ist, das hinterste Loch hier. Und das sind so eine Sachen, die ich halt aufbohren muss und genau sein muss. Ich versuche noch ein Inlay zu herzukriegen. Ich habe zwar Insulin, aber ich weiß nicht, ob ich das nutzen kann dafür. Und ja, würde ich sagen, fangen wir damit an, mit dem ersten Schritt. Und das geht, wir haben jetzt gerade Freitag. Jetzt fange ich morgen mit an mit der Sache. Ich nehme das bloß gerade auf hier, weil ich gerade Sonnen bin. Und habe das mitgenommen und ja, würde ich sagen, dann seht ihr das, wie ich das jetzt abbeize und sauber mache. Ich hoffe, dass ich in dem Video das hinkriege, dass ich euch zeigen kann, wie der Helm in Roh aussieht. Dann werde ich die Metallarbeiten machen, dass ich das zuschweiße und aufbohre alles hier. Und ja, ich würde sagen, lasst mal schon mal ein Like da und abonniert mal den Kanal. Ja, gut, dann geht's los. So, jetzt habe ich den Helm mit Beize eingestrichen gehabt vor gut 2 Stunden, und man sieht schön,
zweit wird jetzt schön eingepinselt. Man soll das wohl, steht drauf, abkratzen können. So man das Scheißteil so anpinseln konnte, verstehe ich bis heute noch nicht. So, jetzt habe ich das zweite Mal eingepinselt mit diesem, der Beize. Und lasse ich jetzt nochmal eine Stunde drauf. Ich hoffe, dass ich in einer Stunde das nicht vergessen habe, dass ich da drauf habe. 2000 Jahre später. Jetzt will ich das mal ein bisschen sauber machen. Diesmal nehme ich aber ein altes T-Shirt, einen alten Lappen. Und probiere das sauber zu machen. Und ich habe mich entschieden für, wenn ich die Innenfarbe machen muss, lasse ich die weiße Farbe drauf. Das lackiere ich so mit. Ich mache nur oben das Äußere neu, blank und mache das fertig halt. Weil das ist ja eine schöne Arbeit mit dieser Beize. Das ist ja so, jetzt probiere ich auch mein Glück. Gucken, wie schön ich das abkriege. Ja, das geht endlich einwandfrei. Ich mach ein bisschen in den Hellen gehen. So. Also wenn das lässt sich schon mal sehen, das zweite Mal. Reihe von den Kindern hier, ey, geht mir so auf den Sack. Nur am Mist machen den ganzen Tag. So, und hier sieht man auch die Stellen, die zugeschweißt wurden. Die muss ich aufbohren und oben dazu schweißen. Ja, die Substanz ist gar nicht so schlecht. Und halt das hintere, das lackiere ich so mit. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Einzige, was ich freimachen werde, ist hier die Nummer. Da werde ich jetzt mir nochmal gleich was schnappen. Und dass man die sehen kann halt. Ich habe mich jetzt doch noch entschlossen, das gute Stück von innen nochmal sauber zu machen. Mit der Beize ging eigentlich doch ganz gut. Und zwar, wie ihr sehen könnt, könnt ihr nichts sehen. Könnt ihr sehen, hier ist die Nummer eingestanzt. So, jedenfalls so sieht das schon mal nicht schlecht aus. Ja, die Substanz ist wirklich hervorragend. Und da mache ich noch einen draußen originalen. Ich versuche noch ein Inlay zu kriegen, dass ich das alles schön so machen kann. Aber erstmal wird er lackiert. Und dann sehen wir weiter. Jetzt wird das mal abgebeizt. Das mache ich jetzt. Eine Ewigkeit später. Ich bin jetzt soweit fertig mit dem Helm. Also nicht fertig, aber halt mit der Beize fertig.
und guckt euch da mal das schöne Stück an, wie das aussieht. Sieht doch fast aus wie neu. Schön abgebeizt habe ich den. Nicht mal poliert oder irgendwas. Ich bin jetzt zwar hier draußen im Wald, weil ich jetzt unterwegs bin und sonnen war. Und hier habe ich meine Ruhe, wenigstens kann quatschen, was ich will. Muss mir keine, ja, was ich halt aufpassen muss ein bisschen, was ich sage, wenn ich immer den Nachbarn bei mir neben mir habe. Ja, innen drinnen sieht man noch ein bisschen Farbe, aber das war mir jetzt eigentlich relativ latte gewesen, weil da kommt sowieso dann irgendwann Farbe rüber. Und ja, der nächste Schritt ist halt wirklich die alten Nieten und das Lüftungsloch, was hier ist, aufzubohren und hier oben dieses Loch zuzuspeisen. Zwar welche haben zu mir gesagt, das könnte man gleich nutzen als Lampenschirm, eine Lampe draus machen aus dem Helm. Habe ich auch schon so dran bei mir gedacht, weil wenn ich ihn jetzt so lasse und halt mit Overtrol einpinsel, sieht er bestimmt auch nicht schlecht aus. Aber ja, also ich, ja, weiß ich nicht. Ja, nee, ich will mir als richtigen schönen Helm hinlegen, dass der fertig ist. Ja, gut. Ich denke mal, jetzt sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich diese Sache aufbohre und zuschweiße. Das ist der nächste Schritt, was für euch gleich kommt. Bei mir dauert es noch eine Weile und dann geht es gleich weiter. Voran. Sieht auf jeden Fall erstmal zu aus. Versuche nur zu drehen, mal gucken, wie, ob ich von innen was zuschweißen kann. Also ich bin kein Profi in Schweißen, allgemein sowas, ja, also nimmst du mir nicht übel. Ja, gut, ich muss ja mal einen Akku wechseln von der Kamera. Gut, denn wir sehen uns gleich weiter. Ich habe das jetzt schön zugeburzelt, also schön sehen kann von außen und von innen auch eh mal kurz. Jetzt wird das nur ein bisschen übergeflex in der Hoffnung, dass es dicht ist, dass es zu ist. Und dann werden bloß noch hier die Lüftungslöcher aufgebohrt. Und ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. So werde ich das lassen. Besser kriegt das halt nicht hin. Gut, nochmal. So werde ich das jetzt lassen. Besser kriegt das nicht hin. Die kleinen Stellen, die hier sind. Wichtig ist, dass er zu ist. Zu ist er. Und jetzt mache ich mich beim Aufbohren. Da habe ich die Löcher gebohrt. Hier. Sieht man das so schön. Das war nicht das Schönste jetzt, aber für den Zweck, für was ich das brauche, reicht das vollkommen aus. So, oben ist er zu. Die Seitenteile, nur weiß ich nicht, ob ich die nochmal aufkriege, weil die sind wirklich schön verschweißt und ich brauche einen Körner zu, dass ich einen Schlag geben kann. Ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt unbedingt mache, ob ich das zulasse, die Scheiße, aber ja, mal gucken. Naja, jedenfalls ist er schon schön geworden, finde ich. Zugeschweißt habe ich nicht.
Und ich probiere jetzt nochmal rum, ob ich es aufkriege. Und wenn ich es jetzt nicht mehr aufgekriegt habe, dann geht das Video halt so weiter. So Leute, im Wald habe ich das Video angefangen. Und im Wald möchte ich dieses beenden. Bis jetzt, also der Helm ist soweit lackierfertig. Ich hoffe, das hat euch bis jetzt gefallen, das Video. Und das war, also so habe ich gemacht. Ich meine, ich weiß nicht, ob man es richtig macht. Ich bin nicht der beste Schweißkünstler. Jetzt geht es los zum Lackieren. Ich muss jetzt Farbe bestellen, habe mich schon ein bisschen umgehört. Und was man da nehmen kann, schreibt es mal bitte in die Kommentare, was davon hält, diesen Rautan zu machen. Mit dem Vogelsand, was man bei den PWL-Kanal da gesehen hat, wie ihr die da lackiert habt. Ja, ob ihr das wollt oder halt einfach dieses normale, einfache Grau, was es gibt. Oder halt diesen Rautan machen. Ich finde ja diesen Rautan geil eigentlich. Was wir für ein Inlay besorgen, ob man ein altes besorgen soll oder ein neues. Also das neuere ist halt, wie gesagt, billiger. Für mich, falls jemand was spenden möchte für ein originales, für einen Stahlhelm, kann er gerne tun. Ja, wie ihr habt, das nächste Video drehe ich, wie ich es lackiere, alles fertig mache und vielleicht so ja, halt diesen Rautan mache vielleicht. Also ich bin interessiert an diesen Rautan und werde ja dann zum guten Schluss noch dieses Inlay einbauen. Und denke mal, vielleicht kriegen wir das auf 3 Videos hingezogen. So, das ist das gute Stück jetzt. Ihr seht da das, die Löcher sind gebohrt. Zugeschweißt habe ich es auch. Ich habe zwar kleine Dällchen da noch drin gebastelt, aber ich sag mal, wenn da dicke Farbe rüberkommt, sieht das keine Sau mehr eigentlich. So, hier sind die Löcher, wie man so schön sehen kann. Ne? Also die Seitenteile habe ich nicht aufgebohrt gekriegt. Die sind zu sehr zerschweißt und das ist ein Graul, die aufzumachen. Vielleicht kann man das später nochmal machen, aber ich brauche es jetzt nicht unbedingt. Aber ich finde, es ist schön, was draus geworden. Dann werde ich mich jetzt verabschieden. Das nächste Video wird ein ja, 5000 Abonnenten Gewinnspiel sein. Also seid gespannt, das wird ein geiles Gewinnspiel. Es gibt schöne Sachen zu gewinnen. Auf jeden Fall 3 Spaten gibt es zu gewinnen. Messer, Grabungshacken gibt es zu gewinnen. Also seid gespannt. Ich überlege mal mit dem Lars noch, wie wir das machen, wie ihr das gewinnen könnt. Aber da hat der liebe Lars seine Frau hat da schon so eine schöne geile Idee und die werden wir wahrscheinlich nehmen. Ich muss aufpassen, ich hier nicht auf die Fresse fliege. Ja, gut. Also ich würde sagen, ich verabschiede mich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat Spaß gemacht, das zu machen, zu drehen, zu schleifen und zu bohren. Und ja, gut. Dann sage ich Tschüss, macht's gut und habt's euch wohl. Ich hoffe, das Wetter wird bald besser, weil wir Sonne legen können wieder. Es hat jetzt angefangen zu regnen, die Scheiße. Gestern war noch das beste Wetter, aber naja, man kann ja nicht machen. Die Natur braucht auch den Regen und Nässe kommen die Signale besser. Ne? Gut, also wir hören uns. Bis demnächst.